Wir kommen jetzt zum letzten Abschnitt. Aber davor vielleicht noch eine Bemerkung. Mit den obigen Beispielen haben wir immer wieder gesprochen, von sehr, sehr vielen Wiederholungen, von Frequentismus und so weiter. Das ist eine Richtung von der Wahrscheinlichkeit, ein Begriff, der oft als objektive Wahrscheinlichkeit bezeichnet wird. Da geht es darum, dass Münzen oder Würfel bis zum Überdruss geworfen werden, da werden Gesetze der großen Zahlen studiert und so weiter. Das sind Massenphänomene und die sind es ja auch, die der Wahrscheinlichkeit die größten Erfolge bescheren. Also in der statistischen Physik werden Ensembles von 10 hoch 23 Molekülen untersucht und Börsianer betrachten Börsentage, wo es Milliarden von sogenannten Trades gibt und so weiter. Ja, das ist aber nur eine Richtung von einem Begriff von Wahrscheinlichkeit. Das Wort wahrscheinlich wird auch noch in einem ganz anderen Zusammenhang verwendet. Wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, dass sich die Corona-Pandemie nächstes Jahr wieder ausbricht? Oder wie wahrscheinlich, dass der US-Präsident Trump wiedergewählt wird? Wie wahrscheinlich, dass ein alter Schulfreund uns unversehens über den Weg läuft oder so? Hier handelt es sich nicht um Versuche, die beliebig oft wiederholt werden können. Hier wird man keine Erfahrungswerte heranziehen können. Diese Art von Wahrscheinlichkeit wird oft als subjektive Wahrscheinlichkeit bezeichnet, im Unterschied zur objektiven oder statistischen. Diese subjektive Wahrscheinlichkeit drückt eine persönliche Befindlichkeit aus und hat irgendwas mit Psychologie zu tun. Auch die subjektive Wahrscheinlichkeit kann gemessen werden, etwa durch die Bereitschaft, Wetten über das Eintreffen dieses oder jenes Ereignisses einzugehen. Wenn diese subjektiven Wahrscheinlichkeiten kohärent sind, in dem Sinn, dass ein Buchmacher sie nicht systematisch zu seinen Gunsten ausnutzen kann, dann landen wir wieder beim Standardmodell, das kann man zeigen. Aber in diesem Kapitel hier ist es nur um die statistische Wahrscheinlichkeit gegangen, die allein schon verwirrend genug ist. Und um das zum Abschluss noch einmal zu unterstreichen, möchte ich Ihnen zwei berühmte Denkaufgaben für den Weg nach Hause mitgeben. Das eine ist das Problem mit den drei Schachteln. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Fernsehquiz und da sind drei Schachteln und Sie wissen, in einer von diesen Schachteln sind 1000 Euro drinnen und die beiden anderen sind leer. Und Ihre Aufgabe ist es jetzt, eine von diesen Schachteln zu wählen. Sie wählen und der Quizmaster, der ja weiß, wo die 1000 Euro sind, der öffnet jetzt eine der beiden anderen Schachteln und zeigt Ihnen, sie ist leer. Und jetzt fragt er Sie, wollen Sie Ihre ursprüngliche Wahl revidieren? Wollen Sie zu der Schachtel gehen, die noch frei ist sozusagen? Wenn Sie das machen wollen, müssen Sie 100 Euro zahlen. Sollten Sie das tun? Ja oder nein? Ich bitte Sie nachzudenken, also wie Sie sich da entscheiden würden. Sollen Sie wechseln oder sollen Sie nicht wechseln? Dieses Problem ist schon oft gestellt worden mit verschiedenen Begleiterzählungen. Viele der Befragten, weitaus die meisten, antworten nein, es gibt keinen Grund, die ursprüngliche Entscheidung zu revidieren. Dass ein Quizmaster eine der beiden anderen Schachteln öffnen kann, um mir zu zeigen, dass sie leer ist, das hilft mir ja nichts. Ich habe dazu nichts dazugelernt. Ich wusste schon vorher, dass er das machen kann. Die beiden noch ungeöffneten Schachteln enthalten also mit gleicher Wahrscheinlichkeit noch die 1000 Euro. Eine enthält sie und die andere nicht. Und warum sollte ich wechseln? Wozu sollte mir das 100 Euro wert sein? Tatsächlich aber sollten Sie unbedingt wechseln. Sie verdoppeln dadurch Ihre Gewinnchance. Denn dass die ursprünglich gewählte Schachtel die richtige ist, das hat Wahrscheinlichkeit ein Drittel. Sie sind ja kein Hellseher. Also ist der Geldbetrag mit Wahrscheinlichkeit zwei Drittel in einer der beiden anderen Schachteln. Jetzt hat der Quizmaster eine aufgemacht. Also ist mit Wahrscheinlichkeit zwei Drittel der Geldbetrag in der anderen Schachtel. Und da sollten Sie unbedingt dorthin wechseln, weil das ist doppelt so wahrscheinlich, die 1000 Euro zu enthalten. Und jetzt noch ein Beispiel
Das ist das Beispiel von den zwei Briefkuverts. Da geht es wieder um einen Quizmaster, der erzählt Ihnen, dass in einem von diesen beiden Briefkuverts ein gewisser Geldbetrag steht und im anderen die doppelte Summe. Sie dürfen jetzt eines der Kuverts auswählen und aufmachen. Und Sie sehen, drinnen sind, weiß ich, 40 Euro. Und jetzt sagt uns der Quizmaster, wollen Sie wechseln? Wollen Sie das gegen das andere Kuvert eintauschen? Sollten Sie das tun? Überlegen Sie sich's. Mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 haben Sie den kleineren Geldbetrag gewählt. Und im anderen Kuvert sind 80 Euro. Und in dem Fall bringt Ihnen das Wechseln einen Gewinn von 40 Euro. Mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 haben Sie den größeren Betrag gewechselt und dann sind im anderen Kuvert nur 20 Euro. Und wenn Sie gewechselt haben, hat Ihnen das einen Verlust von 20 Euro beschert. Sollten Sie jetzt wechseln oder nicht? Nun, da rechnen Sie halt Ihren Erwartungswert aus. Und wie ist der Erwartungswert? Der sagt, ja, ein Gewinn von 40 Euro, ein Verlust von 20 Euro, beides gleich wahrscheinlich. Der Erwartungswert ist ein Gewinn von 10 Euro. Sie sollten also unbedingt wechseln. Aber wenn Sie das durchdenken, dann hängt das eigentlich gar nicht davon ab, dass Sie bemerkt haben, dass 40 Euro in dem Kuvert sind. Es hätte irgendeine andere Summe sein können. Das Argument geht genauso. Sie könnten also das Kuvert wechseln, bevor Sie hineingeschaut haben. Jetzt haben Sie das andere Kuvert, aber die Situation ist wieder genau dieselbe wie vorhin. Sie können dasselbe Argument noch einmal machen. Das heißt, Sie müssen noch einmal wechseln und noch einmal und noch einmal. Sie kommen da zu keinem Ende. Und da ist es ganz klar, dass irgendein Fehlschluss passiert ist. Und es ist gar nicht leicht zu erklären, was da bei diesem Argument eigentlich falsch war. Also, wenn Sie eine gute und überzeugende Erklärung haben, bitte teilen Sie mir die bei Gelegenheit einmal mit. Dankeschön.